Willkommen zum neuen Comedy Show. Daniel Luis, ich werde euch durch die Show lotsen. Wer denkt, dass er der Längste in einer Beziehung ist? Schreibt mal rein, die Jahre, Monate, Sekunden, Minuten, 1, 2, 3. 34. Bro, der hat es auch gesagt, als wirklich Vorkriegszeit, Alter. 34! Wow, hat sich direkt letzte Reihe gesetzt, damit es keinen Fluchtweg gibt. Also ich bleibe für immer hier. Wow, 34. Hast du deinen Lebensabschnittsgefährten dabei? Nein. Das ist euer Geheimnis? Ja. Ihr macht alles alleine? Immer, jeder für sich? So hält jeder 34 Jahre aus. Also, das ist kein Kunststück, Alter. Bist du alleine da? Mit meinem Sohn. Ah, mit deinem Sohn. Ah, das erklärt so eine Männer-Sohn-Bindung, oder? Mit einer Singlefrau an der rechten Seite. Mit einer Singlefrau an der rechten Seite? Ich sehe die Singlefrau nicht. Sitzt sie auf deinem Schoß oder ist die kniet? Kniet die auf dem Boden? Ach, der Vater sitzt dazwischen. Erstmal durch den Vater kennenlernen. Nee, ey, hör auf ihn, dann wird es vielleicht auch 34 Jahre, Mann. Wow, sehr gut. Ich wünsche wirklich deinen Sohn, dass er heute noch Sex hat. Wirklich vom ganzen Herzen. Sehr gut, 34, ja, das ist schon Weltrekord. Das ist in Berlin Weltrekord. Bist du aus Berlin? Nee, Hamburg. Ja, war klar. Also Berlin bei 34 Minuten bei Weltrekord. Also das ist, das ist ja krass. Wer denkt, dass er am kürzesten zusammen ist? Schreibt mal rein. 4 Minuten. Wir haben uns in der Schlange kennengelernt. Nee, keiner traut euch. Wir sind in Berlin. Was ist los? Was? Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind nicht zusammen. Er ist mein Chef. Hauptgerichtshof, oder? Neu drei, neu Comedy, Publikum. Ich liebe es. Also, das ist mein Chef. Sehr geil. Wow. Ja. Ich habe noch nie einen Chef und eine Mitarbeiterin zusammengebracht. Wir sind so alle. Ihr seid alle? Soll ich alle zusammenbringen, Alter? Das wird mein Team-Meeting. Also, ja, KitKat oder zu Daniel in die Show, Alter? Ich werde euch so krass zusammenbinden, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich binde euch zusammen. So, Bonding, Alter. Sehr gut. Wie krass ist das? Guck mal, nur die Fetisch-Leute haben verstanden, Mann, Alter. Ich dachte, wir sind in Berlin, Mann. Das ist was perverses Bonding. Okay, ich muss kurz sagen, du bist der Chef von all denen, die hier sitzen? Ja? Was ist das? So wie Weihnachtsfeier? Ja, ganz genau. Billiger, weißt du, ja. Billiger. Genau. Das war meine Idee, ja. Sehr gut. Ich merke schon, dass du der Chef bist. Du hast ADS, wie ich. Sag mir. Ja, ich habe nur Alkohol hier dabei. Deswegen. Nur Alkohol, sehr ja, gut. Ja. Ich höre die polnische Akzent. Bisschen daraus. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Fast, ja. Fast. Wo kommst du? Aus Polen, meinst du? Polen? Er fragt genau mein Polen. Ich rede mein bestes Polnisch. Er sagt, was meinst du? Polen? Aus Polen? Aus welchem Dorf? Stadt oder was? Ja, ja. Denkst du, ich erkenne den Dorfakzent oder so? Also ich bin froh, dass ich Polnischer kann sagen. Was für eine Firma hast du, mein Freund? Also Firma? Das klingt schon wirklich gut. Er ist nur Restaurantleiter. Genau, Restaurantleiter. Was? Wieso sagst du, er ist nur Restaurantleiter? So redet sie über den Chef, Alter. Du bist heute noch gekündigt, Mann. Was für ein Restaurant ist das? Also The Reed in einem Alexanderplatz. The Reed in Alexander, wie du es schon sagst, ist schon ein bisschen teurer. Ich werde das nie von innen sehen, Alter. Das ist, ja? Weißt du, The Reed? The Reed, ja. The Reed. Wer kennt The Reed? Mal Applaus. Ja, ihr könnt gehen, Alter. Wir haben schon gesehen, unsere Kunden. Wollen keine Rechnung? Du hast wirklich die Kunden schon erkannt? Ja. Sind das die einzigen, die kommen, genau, oder was? Ja. Mal, was verkauft ihr? Was gibt's im The Reed? Alles. Das ist eure Spezialität. Ich hasse genau. Diesen Läden, Alter. Du gehst rein, die haben Döner, mexikanisch, indisch, Alter. Was seid ihr für Laden, Alter? Alles. Wirklich alles? Nein. Wir haben ganz besonderes Brunch eigentlich. Brunch ist euer Spezialität. Brunch? Einfach nur Brunch? Ja. Jeden Tag Brunch? Morgens, mittags, abends? Wochenende. Auch abends auch so Brunch? Nur Wochenende. Schrei mich nicht an, Alter. Ich hab dich verstanden, wir können auch auf Polnisch reden, wenn du willst, Mann. Gar kein Problem. Und du bist so quasi der Restaurantchef und ihr seid die Restaurant so GEMA. Ja. Ja, genau so. Also so Kellner und sowas, Service, Bedienen, Kasse und sowas. Habt ihr eine lustige Geschichte aus dem Restaurant? Ja. Er will sie aber nicht mit uns teilen, aber er hat so spannend gemacht. Also. Ja. Ich würde professionell bleiben. Also, deswegen, ja. Was ist professionell bleiben? Bleiben, ja. Euer Unternehmen ist nicht professionell. Ihr macht Weihnachtsfeier im Februar, Alter. Ja. Nee, wir haben schon März, wa? Wer ist jetzt der Dumme? Ah. Okay, eins nur für dich, Arschloch. Ja, gut, er macht so Dankeschön. Ich liebe es. Das nur in den Kommentaren. Ich beleidige Leute, die sagen, vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön, sehr nett. Du bist auch ein Arschloch, Dankeschön. Dankeschön, du bist auch ein sehr gutes Arschloch. Sehr gutes Arschloch. Sehr geil, Mann. Und wer ist dein Lieblingsmitarbeiter hier?
Verstanden? Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen, sag nur mir. Sag mir in der Pause, Alter, kein Problem. Er sieht so aus, als ob er bald gekündigt wird, Alter. Du hast ja gar keinen Bock, Alter. War das eine Pflichtveranstaltung für euch? Das war seine Idee. Ach, das war seine Idee? Ja. Und jetzt bist du enttäuscht, Alter? Ich bin nicht enttäuscht, Alter. Ich bin nicht von hier, von der Arbeit vielleicht. Von der Arbeit enttäuscht? Also. Rausbette, wow. Chef, lässt es auf dir sitzen, Alter? Wow, Digga. Er kriegt die Nachtschicht morgen, Alter. Gell, mal Applaus für dieses komische Restaurant, Leute, Alter. Wer will mit mir zusammen mal ins Weed gehen und brunchen? Applaus! 10% an Daniel, dankeschön. Sehr gut, gucken wir mal weiter. Wen haben wir denn noch, Alter? Ihr seid die ganze Komplett. Bro, dich sehe ich erst jetzt. Wow, Dicker. Er sieht aus, wenn die Fashion Week in einem Bild, wie ein Mensch aussieht, Fashion Week ist dieser Typ. Bitte steh mal einmal auf, dreh dich um, Mr. Fashion Week. Applaus für Mr. Fashion Week. Da umdrehen. Kannst du das setzen, Alter? Er dachte wirklich, das Fashion Week, er war so, ja. Er wollte hier an der Seite einmal bis zum Ende laufen. Digga, bleib gut. Wie heißt du, mein Fashion-Freund, Alter? Mathis. Mathis, Mann, sehr gut. Ich nenne dich ab jetzt nur noch Matt, Alter, Matt. Sehr gut. Wie kommst du? Magst du Fashion und sowas? Ja. Ja? Wie ist das jetzt bewusst? Also zum Beispiel die Frisur, ist das einfach nach vorne gewachsen? Du hast keinen Bock oder ist so bewusst, dass es so ein bisschen... Du hast eigentlich keinen Bock mehr. Sehr gut, ich liebe, bist du Pubertät? Du redest ein bisschen wie Pubertät. Wie alt bist du? 16. 16, ja. Ich höre doch entweder Spange oder wie ich, du Lispelst. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ihm ist auch alles scheißegal in dem Alter. Ist mir alles scheißegal. Hauptsache Pussy, Mann, Alter. Mit wem bist du da, Johannes? Nee, Quatsch, Mathis. Was erzähl ich denn? Mit wem bist du da? Mein Bruder. Mit deinem Bruder? Nein, ist mein Vater. Ah, kleinen Joke gemacht. Der war nicht schlecht. Tut mir leid. Der war richtig schlecht, Alter. Wirklich mit deinem Vater, Alter? Ja. Bist du sauer auf mich? Machst du deshalb so, komm, wenn du meinen Sohn Fashion und so. Hast du ihn eingekleidet? Er ist mein Bruder. Er hat dich eingekleidet? Guck mal, er versucht so ein cooler Vater. Ist wie mein Bruder, ist mein Bruder. Der coole Papa, Alter. Erzähl mal, hast du ihn eingekleidet? Nee, jeder selber. Doch, jeder selber, aber du hast dafür bezahlt. Ja. Aber der Schal ist... Also den hat er mir abgeluchst. Er hat dir den Schal abgeluchst? Hauptsache nicht die Frauen abluchsen, Alter. Das ist, hat er schon eine Freundin? Ach so, war ja in dem Fall die Mutter. Das war die Daniel, Alter, ich höre mich manchmal nicht reden, Alter. Das kommt bei mir ein bisschen später, weil jemand meinte, oh, wie kannst du sowas sagen? Ich dachte, was ist mit der los, Alter? Bitch! Sehr gut, okay, alles klar. Hast du eine Freundin? Bin dran zur Zeit, wa? Du hast so deine Finger überall ein bisschen im Spiel. So. Aber er hat im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin dran. Ich hab mich festgeklebt, Alter. Sehr gut. Wo ist die Herzensdame? Am Bodensee. Am Bodensee? Ja. Die lebt da? Ich komm selber von da. Du kommst selber von da und du bist dran, aber bist einfach 600 Kilometer entfernt. Also, ich bin da dran, ich hab da was in der Pipeline. Also, ich hab was in der Pipeline. Aber, was macht der Herr Papa? Was machst du am Bodensee? Ferien? Wie? Aber ihr kommt doch vom Bodensee. Ah, bist du schon Frührenten oder so? Ja, fast, ja. Wie fast? Was machst du? Ich mache ein Sabbatjahr. Ein Sabbatjahr? Ich mache ein Sabbatjahr. Sabbatjahr. Ich bin jeden Tag bei YouPorn und so. Mein Sabbatjahr. Sehr gut. Aber wirklich Sabbatjahr? Aber wovon hast du Sabbat genommen? Also Lehrer sein. Lehrer sein? Lehrer sein. Das ist hart, Alter. Bist du auch auf der gleichen Schule wie dein Papa? Ich war ein Knecht. Ich war der Knecht? Oder heißt die Schule so Hermann Knecht? Was hast du? War es wirklich bei ihm? War Hölle oder war gut? Ich war nicht sein Schüler. Also du warst nicht sein Schüler? Haben die aber ändern die Kinder gesagt, so weil dein Papa da ist, hast du so gute Noten? Ja, ich habe immer Geld bekommen, dann habe ich Noten ein bisschen abgeändert. Du hast Geld bekommen und dann hast du die Noten abgeändert? Was ist denn das für ein System in Bayern, Alter? So funktioniert das nicht mal, Alter. Du musst Geld bezahlen, damit die Noten besser werden. Wie krass ist das denn, Mann? Aber was, Schüler, welche Fächer? Englisch. Englisch? Nur Englisch? Und Geo. Oh, er wollte Geo verheimlichen, Alter. Ich mache Englisch. Und was noch? Geo. Keiner mag Geo, Alter. Wer hatte Geo als Lieblingsfach? Mal Applaus. Jetzt bist du alle mal verheimlicht, Alter. Applaus für diese komische Vater-Sohn-Beziehung, Alter. Sehr gut. Willkommen zurück. Was ist los? Haben wir Verluste? Licht geht schon automatisch aus. Chat, GTV. Was ist los? Der hat keinen Bock mehr auf dich. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Sind die gegangen komplett? Ja.
Morgen ist Schule. Er weiß, dass ich zur Schule gehe. Was bist du für ein Stalker, Alter? Er ist mit seiner Frau hier, die ist schwanger. Welcher Monat war es? Siebte, drei Wochen? Siebte Monat, drei Wochen, ne? Welche Schwangerschaftswoche insgesamt? 31. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe einfach so gefragt. Sehr gut. Haben wir noch mehr Verluste? Haben wir noch mehr Verluste? Okay, krass. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Habe ich mit denen geredet überhaupt? Ja. Mathis. Mathis und sein Vater? Ja. Digga, war ich unter der Gürtellinie, Alter? Nein? Ja? No. Ja, doch? Doch. Nein, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Also, warum sind die gegangen, Alter? Nein, ich war schon da. Die haben doch am meisten gelacht, Alter, wo ich über die geredet habe. Sehr gut. Die gehen, ich glaube, die gehen Mama holen, damit Mama das auch sieht. Das ist sehr gut. So bilde ich mir meine Realität einfach so, damit ich froh bin und denke, da stimmt alles. Sehr gut. Was ich immer suche, sind interessante Jobs oder Hobbys. Verratet mal euren Nachbarn, weil die Leute trauen sich meistens nicht. Und schämt euch nicht, hier sind 90% arbeitslos, ihr seid in der Überzahl. Deshalb auch ein Job vielleicht, den ihr mal gemacht habt oder ein Hobby, das ihr früher mal gemacht habt, was ein bisschen so interessant ist. Kommt mir nicht so wie der Typ letzte Woche, BWL-Studium. Mann, Alter. Junge, was hat das? Für mich ist es interessant. Also, ich liebe mit Zahlen zu hantieren und zu jonglieren. Also schieß mal los, komm, verrat euren Nachbarn. Hier, du, mit diesem krassen Mittelscheitel. Du, was machst du? Er hat aber auf dich gezeigt. Was machst du? Ich? BWL-Studium. Schlimmer. Schlimmer als BWL? Zweimal BWL studiert? Soziologie. Soziologie? Das ist wirklich schlimmer. Was machst du? Boah, Leute, Alter. Helft mir mal hier ein bisschen, Alter. Was soll denn das, Alter? Mann, Alter. Wer kann das toppen? Komm, wir haben die Messlatte richtig auf den Boden gelegt. Die liegt auf dem Boden, Mann, Alter. Komm, du siehst doch auch, oh, der hat Schal an. Oh, der hat Geld und seine Frau hat auch Schal an. Schau nur die zwei Menschen. Der Rekord liegt ein Schal pro Show, so, aber zwei Schals, ist Metze von Schals? Schals? Schale? Ne, Schal? Guck mal, jeder schreit rein, was er denkt, wie die Metze von Schal ist. Eins, zwei, drei. Schals. Okay, ich bin der Einzige. Hier stehe ich echt dumm da, also Dankeschön dafür. Und sag mal, was ist hier FDP-Politiker? Erzählt mal, was ist da los? Was ist da los? Also, wie heißt du, mein Freund? Michael. Michael, sehr schöner Name. Wie heißt du? Claudia. Michael, sehr schöner Name. Er sagt, pass auf, das ist meine Frau, Alter. Sehr gut. Ist es die Frau? Ist die Ehe gemahlen? Ja. Ja, na, er hat. Ich hab dich gefragt, er hat so wieder Frage zurückformuliert. Ich glaube schon, ja. Also, ich glaube schon, wie lange seid ihr vermählt? Oh, ich habe dieses Wort noch nie in meinem Leben gesagt. Ich hatte nie den Grund. 28 Jahre. Applaus für 28 Jahre. War das in dieser Show 34 Jahre oder war das letzte Show? Das war hier. Ihr seid nicht der Rekord. Ein Applaus wieder zurücknehmen, bitte. Also, das ist ja krass. Denkt, habt ihr schon sowas wie Kinder oder sowas? Ja, die beiden. Die beiden? Welche beiden? Die Mädels? Ja. Also, oh, und guck mal, diese Single-Jungs, da wird sich reingeschlichen. Gehören die zu euch? Ah, er gehört zu dir, aber und bei dir ist so Abstand. Zwei Armlängen Abstand zu deinem Freund. Ich will nicht! Doch, Vierer-Date wäre doch voll lustig. Wir wären so ein cooles Team. Sehr gut. Was machst du, FDP-Papa, hier in Berlin? Sparkasse. Kann ich mal einen Applaus kriegen, weil ich so schlau bin? Ich bin Profiler, Mann, Alter. Ist doch krass, Mann. Sparkasse, krass, Mann. Und Frau Gemahlin? Ey, manchmal, ich bin selbst von mir selbst verblüfft. Das ist so. Besser hätte ich gehört. Und wie ihr aussieht, euch gehört die Sparkasse. Also, nein. Ist das so. Hier in Berlin Sparkasse? Nee. Wo? Gelsenkirchen. Wieso hast du so gemacht? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Letzter Platz Bundesliga, Schalke 04. Gelsenkirchen, da gibt es Sparkasse. Wird dir nicht immer ausgeraubt? Das ist ja krass. Aber warte mal, habt ihr euch in der Sparkasse kennengelernt? Oder warst du ihr Chef oder sie dein Chef in? Ich eher Azubi. Du warst ihr Azubi? Krass, er hat schon damals gegoogelt, Milfs, Alter. Aber krass. Sie sagt, das stimmt doch nicht, Milf stimmt, aber Google gab's damals noch nicht. Alter. Wie krass ist das denn? Echt, du warst bei ihr Azubi und seid ihr noch in derselben Sparkasse? Nein. Am Unterschied Sparkasse? Und was ist passiert? Ich habe mal irgendwann mal gewechselt. Du hast irgendwann mal gewechselt. Die Frau oder die Sparkasse? Nee, 28 Jahre. 28 Jahre, ich verstehe schon. Das ist so
Warte mal, das sind eure reichen Töchter, Alter? Und der hat sich gleich eine gekrallt und der hofft immer noch, Alter. Ja, ich will auch Sparkasse. Ich durfte kein Konto aufmachen. Ich wollte den Knacks-Sparbuch haben. Durfte ich nicht, scheiße. Er hat jetzt eine Rolex, Alter, der Freund. Wie krass ist das denn? Und du bist aber noch Single von den Schwestern? Ja. Bist du auch Single? Mann, ich lese Menschen, das ist schon eine Gabe, Alter. Ich hab sowas noch nie gesehen, Mann. Wer will, dass die zwei zusammenkommen und dass er für immer ausgesorgt hat? Mach Applaus. Wer will, dass er ihr jetzt einen Kuss gibt? Mach Applaus. Der Vater, er war so, wer applaudiert? Ich hab schon eine Tochter verloren an den Nichtsnutz, Alter. Sehr gut, wie lange seid ihr denn zusammen? Fast 2 Jahre? Okay. Ich drück die Daumen, weil das ist mutig zu sagen. Man weiß nicht, Alter, was noch passiert. 2 Jahre, wo habt ihr angeswiped, welche Plattform? Sag nicht, in der Sparkasse kennengelernt, Alter. Ganz oldschool. Ganz oldschool? Auf einer Party. Auf einer Party? Besoffen? Oldschool? Er macht so voll und sie war so... Oh. 3 Moncherie gegessen. Oh. Das war schon hardcore, Alter. Hab ich am nächsten Morgen gespielt, au. War schon hart, Alter. Wie krass ist das? Und was hat er auf dieser Party gesagt zu dir? Weißt du es noch? Ich habe dich angesprochen. Du hast ihn angesprochen? Wow, Mann, wo lebt? Ach so, das ist, wo wohnt ihr da? Irgendwo in der Sparkasse, habt ihr gesagt? Ja. Ach so, Gelsenkirchen, Mann, da ist ja eh egal, Alter. Da macht ja jeder mit jedem, Alter. Das ist alles Familie. Nee, sag mal, also, was hast du gesagt? Weißt du es noch? Na, hast du einfach angetanzt von hinten so. Und er hat so Arsch, er hat so verkehrte Rolle. Sie ist reich, ich mach alles, Alter. Alle Single Ladies, alle Single Ladies. Er hat alles, egal für Geld, er macht alles. Krass, Mann, Alter. Und du hast ihn quasi angetanzt und dann habt ihr direkt da geknutscht oder gab es Date oder sowas? Direkt geknutscht. Mann, ich muss auch. Gar nicht. Wusste ich gar nicht. Glaub mir, du weißt noch viel mehr nicht, Alter. Die geben mir einen ganz gefährlichen Bergheim-Vibe, Alter. Das ist ja krass, Mann. Angeswiped, okay, warte mal. Er hat mich aus dem Konzert gebracht mit seinen Heckler-Reinrufen. Wie Gelsenkirchen? Ich muss auch mal nach Gelsenkirchen, also auf eine Party, Alter. Das ist ja krass. Warte mal, und dann geknutscht und dann wart ihr direkt zusammen oder habt ihr gesagt, nochmal Date, oder? Ja, wir haben uns gedatet. Ihr habt euch gedatet danach? Wo war erste Date? An deinem Geburtstag? Ich habe sie zu meinem Geburtstag eingeladen. Was war denn das Geburtstagsgeschenk? Das kenne ich auch noch nicht. Applaus für diese RTL2-Familie. Wie geil ist das denn, Mann, Alter? Wer kennt noch Stefan Raab, Mann, seine Show? Das war wie Knöpfe auf diesem Ding, Alter. Das kenne ich auch noch nicht, Alter. Er sagt, mein Geburtstag. Und ich sage, was habt ihr da, was war das Geschenk? Sie macht so ich, Alter. Er sagt, das kenne ich nicht. Er sagt, ich habe ein Video davon. Ich bin so ein komischer Junge, Alter. Es tut mir leid, Herr Papa, da musst du durchmachen. Aber ihr kommt aus den wilden 60ern, Mann. Da war auch, Alter, da war... Noch weder, ihr könnt wahrscheinlich noch mehr Lieder singen als sie, Mann. Das ist sehr krass, Mann. Und er ist immer noch, was ist los? Hat er so einen Angriff gemacht bei ihr? Nee. Noch nicht? Willst du jetzt? Mach doch mal irgendwas. Was sagst du? Nur platonisch. Nur platonisch? Sag doch mal deinen Kreditscore, vielleicht können wir da arbeiten. Also, wie kreditwürdig bist du, Alter? Papa schreibt mit, Alter. Sag ich. Was glaubst du denn? Was ich glaube? Ja. Du bist schon irgendwie selbstbewusst, Alter. Also ich weiß nicht, ob falsches Selbstbewusstsein ist oder ob du jetzt nur so dieser Betrüger, dieser Tinder-Schwindler, Alter. Ja. Der so einen Lifestyle macht, aber komm, spendenbasierte Show, Alter. Nee, also ich bin Menschenkenntnis, ich sag, du hast 5-stellig auf dem Konto schon angespart im Laufe des Lebens. Verrat dich nicht? Der Papa kann nachschauen. Also, er wusste schon vorher, das ist der einzige Grund, warum du hier sitzt, mein Freund. Sag mal, deine Freund mitnehmen. Ich check erstmal, wie heißt der? Sehr gut, Alter. Sehr gut, Tinder-Schwindler. Mach nochmal Applaus für diese komische Familie, Mann. Sehr gut. Ich muss nochmal fragen, was machst du beruflich, Alter? Mein potenter Freund. Student. Student, okay. Hast du Studentenjob oder so? Ja. Was machst du? Ich
Frau, das Model. Oh. Was kriegt er zum Geburtstag? Die Mutter meldet sich. Ey, Mann, ist recht, Daniel, hör auf damit. Das ist unter der Gürtellinie quasi. Also, Hauptsache, ihr lacht noch, das ist doch das Wichtigste. Das ist sehr gut. Was hast du so das Krasseste gemodelt? Also, was war das krasseste Brand oder wofür du mal gemodelt hast oder der interessanteste Job? Zalando. Zalando? Jack & Jones. Ach, du verdienst damit noch kein Geld. Also das. Nein, sehr gut. Zalando, Jack & Jones. Stehst du auf Models? Nee. Oh, sie spielt hard to get, Alter. Das ist geil. Du musst hard to play spielen, Alter. Sehr geil. Mann, geil, Mann. Ich liebe euch, Mann, Alter. Geil. Ich krieg aber, ich muss noch, weil ich hab ADS, ich hab noch ein bisschen mehr. Was ist hier los? Das ist so krass, ich kannte noch nie. Euch kenne ich. Dich kenne ich. Vater und Sohn habe ich kennengelernt. Euch. Ihr wart diese komische. Fehlt nicht einer auch von eurer Arbeit? Ja. Ist die mit dem Vater mitgegangen? Nein? Mit dem Sohn? Nee, was ist passiert? Sie ist müde. Sie ist müde, wa? Ist langweilig, Kombi. Feuer sie, Alter. Feuer sie, sehr gut. Boah, ich bin so weit. Ich bin vierte Reihe. Ich bin noch nie in meinem Leben, in der Geschichte dieser Show, bin ich noch nie in die vierte Reihe gekommen. Ich sehe euch zwar nicht, aber. Ich werde euch ficken, Alter. Ich werde euch. Wer bist du denn, mein Freund? Hier in der Mitte, zentral. Wie? Saru. Saru? Ja. Ist Abkürzung von irgendwas? Ja, Sarge. Deshalb hast du deine Abkürzung gesagt. Das verstehe ich, Alter. Ich weiß, woher kommt dieser Name? Tamilisch. Tamilisch ist. Tamilia ist ein Land? Ich weiß. Nee, also Sri Lanka. Sri Lanka, achso, das sind die Einwohner von Sri Lanka, nennt man Tamilianer? Nein, es gibt zwei Ethnien dort, Tamil und Singalesen. Und du bist Tamil? Ich bin Tamil, genau. Tamil, sehr gut. Wen hast du mitgebracht, Samu? Vier Freunde. Komplett die ganze Plantere? Wo kennt ihr euch, ihr fünf? Uni und über Uni-Freunde. Wer hat den interessanten Studiengang von euch, damit ich nicht jeden frage? Ja. Sam? Informatiker, 100%. Er hat gesagt, Indien, Sri Lanka, Alter. Was sollst du machen? Hier, Dings, Fahrrad. Boah, der war krass. Nee, wie heißt es? Dieses. Habt ihr gesehen, dass es rassistisch ist? Wie heißt denn das? Food Dora? Mann, scheiß auf dich. Mann, sag mal. Was studierst du denn, Mann? Ich studiere Technische Informatik. Technische Informatik? Von euch fünf. Ich frage, wer hat den coolsten Studiengang? Und das Technische Informatik? Also, was studiert ihr alle anderen, Mann? Wirtschaftspsychologie. Ach du Scheiße. Alter. Was machst du? Verwaltungsökonomie. Ich habe es auch noch nie erlebt. Von fünf Studierenden bist du mit Techniker. Was hast du schon wieder gesagt? Informatik? Bist du der Interessanteste, Alter? Boah, Alter, Nerd-Alarm, Mann, Alter, das ist so schön. Bitte rette die Gruppe. Wirtschaft und so. Bro, habt ihr wenigstens so ein interessantes Hobby, Alter? Samu, rette mich. Er wollte Fußball sagen. Techno? Tech-Modul. Ach, Tech-Modul, ich hab verstanden, irgendwas mit Tech-Module, Alter. Ich dachte, Junge, Alter, du stabilisierst meine Nerven, Alter. Informatiker, ich hab interessante Tech-Module. Was hast du aber wirklich gesagt nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Taekwondo, ah, sehr gut, ich hab auch gemacht. Bist du welche Gürtel bist du gekommen? Ja, ich mach's nicht so lange jetzt. Jetzt schon, Sobby, du hast nicht nur weiße Gürtel? Ja. Bro, enttäusch mal Samu, Alter. Ich hab mein ganzes Geld auf dich gesetzt, Alter, anstatt auf ihn, Mann, Alter. Dieses Schuhmodel, Alter. Fußmodel. Der Taekwondo und hast du schon auf die Fresse gekriegt? Nein. Nein, noch nicht? Noch nicht. Hast du jemanden schon mal gegeben? Nein. Nein, noch nicht? Hast du nur Probetraining gemacht? Ja, Bruder, ich gehe auch erste Stunde. Ich guck mir das vom Weiten erstmal an. Er guckt sich die Gürtelpreise an. Weiß ist am günstigsten. Ich guck mir so einen weißen Gürtel leider an. Sehr gut. Gerne mal Applaus für diese. Sehr interessante Studiengänge. Vierte Reihe, okay, alles klar, warte mal. Ich mach noch zwei Minuten bestimmt. Oh ja, ich hab das Go gekriegt, Mann. Ja, mein Chef sagt, ich darf. Sehr gut. Vierte Reihe, ey, wäre das krass, wenn ich in die fünfte Reihe. Obwohl, dich mit dem Mittelscheitel hattest schon mal, Alter. Ich schwöre, ein alter Österreicher wär sehr neidisch auf deinen Scheitel geworden, Alter. Ich hab nur so einen perfekten Scheitel gesehen. Nee, David Stockenreiter meinst du. Guck mal, alle haben Angst. Was ist.
hinter euch beiden, die beiden, was ist da los? Ihr beide, genau, genau, nein, die sich umdrehen. Es ist immer so, wer denn? Die meinen hinter mir. Die wollen auf die anderen schieben. Wer seid ihr? Was ist da los? Das ist Anna, ich bin Michael. Das ist bei euch los, einfach eure Namen. Ja, ich bin hier. Philosophie, irgendwas? So. Was machst du? Wie heißt du, Michael? Was machst du? Ich heiße Michael, ja. Ja, wiederholt einfach, was ich sage. Was arbeitest du, Michael? Michael, bleib cool, bleib cool. Was sagst du, du Idiot, Mann? Das ist Michael und Anna. Er hat 15 Mal gesagt. Psycho! Also, egal was, was arbeitest du? Das ist Michael und das Anna. Das ist Anna und Michael von Excel. Ich weiß auch nicht mehr, wer das ist. Frag nicht nur mir. Ah, ich liebe deine Lachen, Mann, Alter. Richtiger Trennungsgrund, Alter. Ich mach Spaß, ihr seht sie nicht. Sie hat auf gar keinen Fall eine Beziehung, Mann. Nein, das ist voll süß, aber hör auf. Hör auf. Nein, ist voll süß. Wir brauchen genau sowas. Ich hab voll Angst, Micha und Anna was zu fragen. Darf Anna auch antworten? Darf ich sie was fragen? Anna, was machst du? Ich bin Predigtmanagerin. Oh, ich hab verstanden, Predigt irgendwas. Was macht Michael? Er liefert Gemüse aus. Das ist doch interessant, Mann. Er sieht auch, ey, krass, Mann, der erste Deutsche, der Gemüse ausliefert. Was? Österreicher. Österreicher? Ja. Ausländer machen da keinen Unterschied, Alter. Das ist Österreicher, Deutsche, Schweizer, das ist alles Schweden, Mann. Das ist, du bist kein Ausländer hier, Mann, Alter. Du lieferst Gemüse aus, auch so an so türkisch-arabische Läden und so? Ja, großteils Privatkunden. Großteils Privatkunden. Großteils. Warum ist Österreich so mal herabwürdig, Alter? Warum fühlst du dich gleich wie so ein kleines Kind? Entschuldigung, Mama, Alter. So groß Privatkunden, Alter. Direkt, er wollte nicht sagen, er ist rassistisch, ich liefere jetzt Türken und zu Arabern. Nur zu Groß- und Privatkunden. Können Türken aber nicht Groß- und Privatkunden sein? Nicht in Österreich, das ist. Seid ihr Österreicher? Ja. Das wäre krass, wenn ihr einfach den gefaked habt, diesen Akzent, um das zu sein. Also, wer sind diese Großkunden? Sind da auch Araber und Türken nicht dabei? Ja, schon. Ja, schon, er macht Greenwashing, Alter. Wie krass, ja, ja. Das ist. Hey, aber erklär mir nur eine Sache, wenn du dieses Gemüse lieferst. Ich habe letztens gesehen, ich kaufe selten ein, einmal im Quartal, so, also so Lebensmittel. Tomaten 8 Euro das Kilo? Ja, bei uns in Österreich nicht. Weil es teurer war? Billiger. Billiger? Ja. Wie kommt's? Keine Ahnung. Ja. Weißt du überhaupt was, Micha? Ja, ich weiß nicht. Aber 8 Euro, für wen sind die Gemüsepreise zu hoch? Mal Applaus. Alibi-Applaus von FDP, ja, ja. Das ist so teuer, ja, ja. Schatz, wir müssen nicht applaudieren, Mann. So. Geil, Mann, Applaus für euch selber, Mann. Ihr seid geil, Truppe. Sehr gut. Nico, ganz einmal, genau, Dankeschön. Vielen, vielen Dank dafür. Daumen hoch, ne? Nico, sehr gut. Daumen hoch.